Flips wurde vor 10 Jahren, also im Jahr 2011, gegründet und wir sind ein Hersteller von Sonnensimulatoren. Unsere Vision ist es, dass die Welt irgendwann durch 100% erneuerbare Energien versorgt werden kann und Waveflaps möchte seinen Teil dazu beitragen. In den letzten Jahren ist Waveflaps enorm gewachsen. Das heißt, wir haben unser Produktionsvolumen gesteigert und haben mittlerweile mehr als 500 Tools im Feld installiert. Das Problem für uns war, dass wir mit Listen das gemacht haben. Alles relativ manuell, also aus dem Startup-Charakter. Da hat man sich beholfen, meistens mit Office-Lösungen. Und die Datenmengen zusammenzuführen und zentralisiert irgendwo abrufbar für alle transparent zu machen, das war so das Hauptproblem, was wir die letzten 2 Jahre auch gehabt haben. SAP Business One sind wir im Internet gestoßen. Wir haben einfach geschaut, welche Systeme stehen zur Verfügung. Wir haben dann mit der ConExpris ein Demosystem vorgefunden, wo wir einfach auch schon mal vorab testen konnten, ob das, was wir brauchen, wirklich dort auch mit dem SAP Business One möglich ist und konnten feststellen, dass es einfach gut funktioniert, dass alle diese Basisbedarfe, die wir haben, dort abgedeckt werden und wir damit einfach gut arbeiten können und einfach unsere Anforderungen umsetzen können. Man merkt deutlich weniger personellen Aufwand. Das heißt, wir kriegen Informationen viel schneller ran. Wir haben eine viel bessere Übersichtlichkeit, was zum Beispiel offene Anlieferungen angeht. Bestände ganz klar haben wir im Blick, können auch besser verfolgen, wie sich Bestände entwickeln. Was ich wirklich schön fand, auch bei der Einführung von SAP Business One, war, wie einfach es wirklich war. Und wir mussten nicht viel umstellen. Es ist ja immer eine Frage, ob man sich selber an ein System anpasst oder ob man ein System an die eigenen Prozesse anpassen kann. Und das war einfach der Fall. Wir konnten ganz viel von den vorgegebenen Sachen übernehmen und für uns nutzen. Und das hat einfach Spaß gemacht.